Heute wieder mal ein kurzer Vergleich zwischen zwei Garmin-Geräten, und zwar dem Garmin Oregon 450, das ist dieses da, und dem Garmin Montana 600, das ist jenes da. Die Gehäuse, und zwar, wenn man jetzt schaut, beim Oregon habe ich wie beim letzten Mal schon nur einen rechten Ein- und Ausschalter. Dahinter Klappen, hinter der Klappen die natürlich, sieht man die kleine Dichtung da am Rand, ja, wassergeschützt abgedichtet ist, wasserdichtet, hat mir das nicht trauen, ist Wasser reinlegen. Zwei Doppel-A-Batterien und unter die A-Batterien, sieht man das da drin, ein Micro-SD-Kartenleser. Wenn ich die wieder einstecke, der Deckel ist relativ eine gute Konstruktion, das heißt, man drückt den auf, klappen, zack, zu, fertig. Auf der Unterseite habe ich ein Mini-USB mit einer sehr frickeligen Abdeckung. Das heißt, die muss man schon recht bitten, dass sie eine geht. Jetzt ist sie wieder nicht drin, aber macht nichts. Ja, sonst habe ich da auf diesem Gerät nichts. Das Montana 600. Unterschied, ich habe da die Fahrradhalterung, das heißt die zwei Ausnehmungen. Dann habe ich den Ein-Ausschalter. Das wird aber hauptsächlich im Querformat benutzt. Dann kleiner Drehregler bzw. Drehschnapper. Dahinter habe ich jetzt einen Garmin-Akku. Da kann ich aber allerdings ebenfalls Doppel-A-Batterien einsetzen. Hinter dem Akku, der ist ziemlich streng drinnen, ist ebenfalls ein Micro-SD-Kartenslot. Das heißt, zack, verdrehen, fertig. Ich habe da eine kleine Laschen. Unter der Laschen ist ein Kopfhörerausgang. Sieht man den drin? Ja, sieht man recht schön. Dann habe ich auf der Unterseite, bzw. oben, unten, rechts, links, auf der Seite halt einen Mini-USB-Stecker. Der Mini-USB hat den Vorteil, dass er nicht so schnell ausleiert als wie dieser Micro-USB. Dann habe ich da eine kleine Laschen für, da sieht man, für Handschlaufen zum Beispiel. Und da habe ich eine Kontaktleisten. Ja, und das war schon. Zu den Spiegelungen der beiden Geräte. Einmal da oben ist meine Deckenlampe. Das Montana auf der rechten Seite spiegelt etwas mehr. Man sieht es. Das Oregon hat ein bisschen eine bessere Entspiegelung, aber zur Displayqualität komme ich später noch. Dann schalten wir die zwei Geräte ein, sprich, da habe ich auf dieser Seite, da habe ich auf der Seite, zack, zweimal Garmin leicht auf. Dann mal schauen, dass die Spiegelungen weg sind. Einschaltzeiten haben wir in etwa dieselben. Das Oregon dürfte ein bisschen schneller da sein. Ja, ist schneller da. Und ein paar Sekunden später ist auch das Montana betriebsbereit. Die GPS-Empfänger dürften dieselben verbaut sein, weil die sind ungefähr gleich schnell und von der Genauigkeit her ist das Oregon etwas genauer. Ja, zur Oberfläche. Das Oregon hat das gute alte bewährte Garmin-Betriebssystem drauf, lässt sich auch schnell durchnavigieren. Zack, zack. Es ist nur ein resistives oder nur unter Anführungszeichen. Wenn man Feuchtigkeit so bekommt, ist man froh, wenn man resistives hat und kein kapazitives wie beim iPhone. Weil kapazitiv, es hat zwar den Vorteil, dass ich Multitouch hätte, aber sobald Feucht dazu kommt, geht mit Multitouch nichts mehr. Da ist das Resistive, das ich rausbringe, um Wolken besser. Auch beim Montana ist das Betriebssystem relativ schnell. Das heißt, es dürfte wirklich ein Garmin-Betriebssystem sein und kein Android im Hintergrund. Obwohl das mit den Icons fast so ausschaut, aber weiß man seit den Unterschied. Es geht auf jeden Fall schnell. Wenn ich die Karten aufrufe, kann ich ebenfalls mit Plus schnell, mit Minus, zack, und ist schon da. Das heißt, es geht rasant. Beim Oregon ist es dasselbe. Das heißt, da ist ebenfalls fast kein Unterschied, zack, und ist schon da. Für Autonavis sind die zwar wirklich sehr schnell. Da habe ich schon wesentlich langsamer erlebt. Und von den Karten, von der Qualität her, schauen wir mal. Ich habe da einen 500 Meter Einstellung und da habe ich 800 Meter. Ja, da muss ich zweimal rein. So, zweimal 500 Meter. Es sind beides mal dieselben Karten drauf. Und jetzt sieht man da eh den Unterschied. Beides mal vollste Helligkeit. Das Montana hat schon einen wunderschönen, beziehungsweise einen schöneren Bildschirm und eine schönere Anzeige. Das Oregon, durch diese super Entspiegelung, wirkt immer ein bisschen matt und ein bisschen, naja, grisselig fast. Gefallen tut mir auf jeden Fall das Montana jetzt an der Herinnen in der Wohnung besser. Wenn ich rauskomme und die zwei Geräte auf dem Radl probiere
und durch die Gegend fahre, ist das Montana auf jeden Fall im Nachteil, weil es spiegelt. Das Gewicht der beiden Geräte, das Oregon, ja, knapp 200 Gramm und das Montana, hopp, mit Akku fast 300 Gramm. Also diese circa 100 Gramm Unterschied merkt man beim Wandern auf jeden Fall. Das liegt also wie ein Zirkel in der Tasche und das Oregon, das ist ja in etwa wie ein Handy, fällt nicht mehr auf als ein Handy. Die wichtigsten Programme von Garmin sind auf beiden Geräten drauf, der Track Manager, Wegpunkt und so weiter. Der Reisecomputer, der natürlich konfigurierbar ist, jedes einzelne Feld, aktive Route, dass man die canceln kann und so weiter. Sondern auf Untergang, Beilenposition. Ich habe da irgendwo drinnen, wenn es nicht, diesmal habe ich es deaktiviert auf den, am Mann über Bord Funktion, Höhenprofil, das heißt, das ist ein Barometer, ebenfalls in beide Geräte eingebaut, ein Kompass ist in beiden Geräten eingebaut und so weiter. Das heißt, es lässt sich alles recht zügig und recht flott bewegen. Und beim Montana habe ich noch einen Vorteil, oder einen Vorteil, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Gehen wir mal zurück aus, aufs X muss ich nämlich drücken. Ich kann das im horizontalen und im vertikalen Modus benutzen, aber dieser Sensor ist recht träge. Das heißt, es ist nicht einfach so wie beim Handy zick zick schnell hin und her schalten, sondern ich muss ein bisschen eine Gedenksekunde immer warten. Ja, ich habe da jetzt alles ins Hauptmenü geklickt. Ich kann da natürlich ein Nebenmenü machen, das heißt, das könnte man von unten aufkloppen mit den restlichen Programmen. Ich habe aber am liebsten meine Sachen, die was ich am liebsten habe, im Hauptmenü drinnen und somit zeigt mir das Gerät eigentlich alles an, was ich brauche. Oben Signalstärke, Batterie, Datum, Uhrzeit ist mir eigentlich egal, wenn ich Auto unterwegs bin. Aber aktive Route ist wieder, der Track Manager ist wichtig, Mann über Bord Funktion. Wobei ich die Mann über Bord Funktion eher nutze, um in der Stadt mein Auto wiederzufinden. Wenn ich einfach einmal drauf losgehe und ja, die Stadt nicht so gut kenne, dass ich wieder zurückfinde. Zumindest problemloser zurückfinde. Ja, Kalender brauche ich nicht unbedingt und so weiter. Das haben aber beide Dings, Sonnenauf- und Untergangsdiagnose oder Anzeige für Angeln. Area-Berechner, also die Programme sind bei beiden Navis und da habe ich da die Empfangsanzeige und die Batterieanzeige ebenfalls im Hauptbildschirm. Also vom Funktionsumfang selber sind beide Geräte in etwa gleich. Ja, beide Geräte können die OSM OpenStreetMap-Karten laden und da gibt es natürlich verschiedenste. Ja, oder die Garmin-Karten selber. Jetzt bringe das Ganze einfach einmal kurz zum Schluss, weil das Ganze labern und ich brauche jetzt zum Beispiel keinen Wecker oder einen Taschenrechner ausprobieren, das war einfach ein Blödsinn da bei Navigationssystemen. Ja, das Oregon nehme ich lieber zum Wandern. Das ist einfach gesagt, das ist klein in der Tasche, durch die Super-Einspiegelung kann ich da einfach ja, im Wald und wenn ich unterwegs bin, viel einfacher und besser navigieren, weil es klein ist und immer schnell parat bei der Hand und so weiter. Zusätzlich halten da diese Anylops-Akkus ewig, eine gefühlte Ewigkeit. Am Tag komme ich locker drüber über die Runden. Bei Montana, ja, Akkufresser Nummer 1, das hält gefühlt nicht einmal die Hälfte von Oregon aus. Sobald ich draußen bin, Outdoor, unter Spiegelungen habe, muss ich auf volle Helligkeit gehen, sonst erkenne ich auf den nur mehr Spiegel. Und den Spiegel brauche ich nicht mit, weil, dass ich fest bin, weiß ich. Okay, aber jetzt wieder ernst. Also, schlechter Akku, spiegelndes Display, allerdings am Fahrrad. Haben wir nochmal retour. Satellit brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Noch einmal retour. Die Karte. Ja, jetzt habe ich wieder alles aktiviert. Na, komm her da. Karte. Okay. Ja, dauert da wieder Gedenksekunden. Ist aber nicht normal. Normal funktioniert es gleich auf Anhieb. Aber man sieht es ja. Ich schneide es aber nicht aus, weil ihr sollt es ja sehen, dass das Gerät auch kleine Macken hat. Mit dem muss man aber leben, weil es gibt zurzeit kein besseres Gerät wie das. Außer den Nachfolger von denen, aber über den hört man auch nicht für kurz. Ja, zum Gerät jetzt nochmal. Wenn ich das am Auto bzw. im Fahrradmodus habe, habe ich da einen großen Bildschirm und ich habe alles schön und schnell übersichtlich. Also ich kann auf der Karte wirklich sagen, jetzt möchte ich da hinten und ich weiß jetzt die ganzen kleinen Gasseln und so weiter, das ist, kann ich da alles super kennen. Wenn ich dieses Oregon am Fahrrad habe, das geht natürlich auch zur Not. Da muss ich aber immer ein bisschen rein, dass ich es etwas besser erkenne. Und wenn ich halt weiter drinnen bin, ihr seht es, das geht nicht im Horizontalmodus, sondern nur im Vertikalmodus. Ja, ich habe einfach den Überblick über die Stadt oder über die Ortschaft nicht.
Zur Displayqualität. Ich habe jetzt beide im Maßstab 500 Meter eingestellt. Jetzt sollte ich die einmal so nebeneinander. Probiere etwas näher zu bekommen. Ja. Macht euch bitte selber ein Bild. Rechts natürlich das Oregon 450, links das Montana 600. Transreflektive Bildschirme, das heißt ohne Hintergrundbeleuchtung. Schauen wir mal. Man sieht jetzt den Unterschied. Offensichtlich ist das Oregon etwas schlechter. Ich muss aber gleich sagen, sobald man auf die Frischluft rauskommt, unter freiem Himmel, ist das Montana wesentlich schlechter, weil es spiegelt weit mehr und da ist sofort bei dem Gerät, wenn ich da ein bisschen drüber fahre, ja, über beide Geräte eigentlich, die Kamera kann es einfach schlecht, drum sage ich. Das nächste, kontrolliere einmal die Barometer, das heißt Höhenprofil. Man sieht, die machen sich relativ zügig auf. Rechts gefällt mir es ein bisschen besser durch dieses Blaue da drinnen. Links, ja, durch das Grüne ist auch nicht so schlecht. Was habe ich da? 300 Meter und der zeigt mir 310 Meter. Ist eine Frage von der Kalibrierung, das heißt, ich kalibriere das wieder um, aber die 10 Meter machen das Kraut sicherlich nicht fett. Das Wichtigste bei den Autonavigationsgeräten ist natürlich der GPS-Empfang. Ich könnte da jetzt durch die Pampas huschen und schauen, wer bleibt besser am Pfad. Wobei wiederum, wo ist der Empfänger eingebaut? Auf der Rückseite bei beiden Geräten, das heißt, wenn ich die auf den aufs Display lege, war ein wesentlich besserer Empfang, wobei wesentlich besser. Ich habe da links beim Montana 12 Meter Genauigkeit, rechts habe ich 17, 18 Meter Genauigkeit. Wenn man schaut, beim Oregon 1, 2, 3, 6 Satelliten Empfang und da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Satelliten im Empfang. Das heißt, der 32er wird am Montana empfangen und am Oregon nicht. Ich probiere einfach jetzt anders herlegen. Schauen wir mal, ob sich da der Empfang groß ändert. 18 Meter Empfang Oregon, Montana 11 Meter Empfang. Und ja, hat sich nicht viel geändert. Außer, dass ich da jetzt 19 Meter, das heißt, der scheint immer schlechter zu werden. Satelliten wandern am Himmel, ist ja klar. Und ich habe da nur ein kleines Fenster, wo die Satelliten einstrahlen können. Aber das Montana verarbeitet die Satellitendaten etwas besser. Ja, braucht man jetzt so ein Navi unbedingt? Na, braucht man unbedingt nicht, aber es beruhigt schon. Es ist eine kleine Versicherung. Ich habe es immer mit am Berg, wenn ich wandern gehe. Da sind die Almhütten alle drin und die Schutzhütten. Und falls einmal ein schlechtes Wetter kommt, finde ich die Hütten schnell und kann auf jeden Fall Schutz suchen. Und angeblich, ich habe einmal gehört, theoretisch gibt es Leute, die steigen ins falsche Tal ab von einem Berggipfel und suchen dann das Auto. Und wenn man noch einen so ein Navi mit hat, kann so etwas nicht passieren. Okay.